Die Beziehung zwischen Fasten und moralischen Werten. Im Namen Gott, des Herrn der Welten. Gott, der in seinem Buch klar sagte, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid ausgeben und ihrem Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutestuenden. Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet sein Diener und Gesandter ist. So Friede sei auf ihm, auf seinen Gefährten und jenen, die ihm bis zum Tage der Auferstehung mit Aufrichtigkeit befolgen. Es handelt sich heute um den Monat Ramadan, der vom Jahr zum Jahr erwartet wird. Der großartige Fastenmonat Ramadan ist der Monat der göttlichen Gebung und Vergebung. So sagte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Euer Herr hat durch die ganze Zeit hindurch Geschenktage. Ihr solltet dieser Tage ergreifen. So berichtet uns der Koran auch über die Besonderheiten dieses Monats. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Richtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als die klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Ebenso fasste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Vorzüge dieses Monats in einigen Worten und sagte: Wer die Nächte des Ramadans in tiefem Glauben und Hoffen auf Gottes Lohn betend verbringt, dem werden seine vorangegangenen Verfehlungen vergeben. Er sagte auch: Wer die Nächte des Ramadans in tiefem Glauben und Hoffen auf Gottes Lohn betend verbringt, dem werden seine vorangegangenen Verfehlungen vergeben. In einem weiteren Hadith kommt auch: Wer die Nacht der Bestimmung, das heißt Laylatul Qadr, in tiefem Glauben und Hoffen auf Gottes Lohn betend verbringt, dem werden seine vorangegangenen Verfehlungen vergeben. Darum ist das Fasten die Lehre der moralischen Werte. Die Anbetungshandlungen allein tragen ihre wahren Früchte nicht, es sei denn, sie verbessern die Persönlichkeit des Fastenden und korrigieren sein Verhalten, insofern derjenige, dessen Gebet ihn nicht verhindert, Schändliches und Verwerfliches zu tun, hat sein Gebet nicht wirklich verrichtet. Ebenfalls auch derjenige, dessen Pilgerfahrt ihn nicht davon abhält, Falsches zu tun und Sünden zu begehen, hat die Pflicht seiner Pilgerfahrt auch nicht wirklich erfüllt. Der gleiche Fall gilt auch für denjenigen, dessen Fasten ihn nicht verhindert, schlecht moralisch zu sein, Lügen zu erzählen, die anderen zu betrügen und die Krisen der anderen auch auszunutzen und noch dazu die Waren in der schweren Zeit zu monopolisieren. Derjenige, dessen Fasten ihn nicht zur Verzicht auf diese Unmoral bringt, hat auch wirklich nicht gefastet. So sagte Gott, der Erhabene, und verrichtet das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Und Allah weiß, was er tut. An einer anderen koranischen Stelle kommt auch: Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was er an Gutem tut, Allah weiß es und versorgt euch mit Reisevorrat. Doch der beste Reisevorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o die ihr Verstand besitzt. Und der Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Es gibt Menschen, die fasten und von ihrem Fasten nichts als Hunger bekommen. Und es gibt Menschen, die beten und von ihrem Gebet nichts als eine schlaflose Nacht bekommen. Gott, der Erhabene, machte die Gottesfurcht zum ultimativen Zweck des Fastens, wie er im Koran sagte: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. In verschiedenen Versen kann man beobachten,
wo die Gottesfurcht mit verschiedenen religiösen und moralischen Werten eng verbunden ist. Das ist zum Beispiel klar in der zweiten Sura zu lesen. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten und Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tagen, die Engel, die Bücher, die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt und das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet und denjenigen, die ihre Verpflichtung eingehen, wenn sie eingegangen sind und diejenigen, die in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die verhaftet sind und das sind die Gottesfürchtigen. Deshalb ist der wahre Fastende durch die moralischen Werte und Vergebung gekennzeichnet. So beschrieb uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch den Monat Ramadan mit dem Monat der Geduld. Der Monat der Geduld, also Ramadan, und 3 Tage in jedem Monat ist wie 1 Jahr lang Fasten. So soll der Fastende sich zurückhalten und seiner Wut kontrollieren und dem vergeben, der ihm Schaden zugefügt hat, und dem geben, der ihm nicht geben wollte, und nicht zuletzt zu dem gut sein, der schlicht zu ihm war. So belehrt uns der Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, das Fasten ist ein Schutz für dich und Schutz für dich. Also, wenn du fastest, verhalte dich nicht schlecht. Und wenn jemand mit dir streitet oder dich beschimpft, so sage, ich faste. So zeigen uns die Hadithe, dass das Fasten eine Art Schutz vor der bösen Moral, aber auch vor der Strafe Gottes am Tage der Auferstehung ist. Das Fasten ist auch kein Grund dafür, sich schnell aufzuregen, wenn jemand dich verärgert. Vielmehr, es sollte den Willen stärken, das Verhalten verbessern und die moralischen Werte aufbessern. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Friede sei auf seinem letzten Propheten und Gesandten, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Fasten die Solidarität, Gütigkeit, Empathie, gegenseitige Barmherzigkeit und den Zusammenhalt bei den Menschen wieder ins Leben ruft. So eilen die Menschen zum Guten und zur Ernährung der Bedürftigen. So legt der Koran den Zustand der guten Diener dar wie folgt. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen, einem Armen, einer Waise und einem Gefangenen. Wir preisen euch nur um Allahs Gesicht. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen unheilvollen. So bewahrt sie Allah vor jedem Übel eines Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Der Prophet Muhammad, Friede sei auf ihm, sagte oder wurde einmal gefragt, welche Handlung im Islam die beste ist. So kam seine Antwort, die Armen und die Bedürftigen zu ernähren und diejenigen zu begrüßen, die du kennst und diejenigen, die du nicht kennst. Und wenn die Solidarität und die gegenseitige Barmherzigkeit und die Ernährung der Bedürftigen zu jeder Zeit gewaltige Belohnung hat, so ist ihre Belohnung noch gewaltiger und sogar verdoppelt in Ramadan. In einer weiteren Überlieferung sagte der Prophet Muhammad auch, wer einem Fastenden etwas gibt, womit er sein Fasten brechen kann, wird den gleichen Lohn verdienen, wie derjenige, der das Fasten selbst verrichtet, ohne den Lohn des Letzteren in irgendeiner Weise zu schmälern. Über den Propheten Muhammad wurde auch überliefert von dem großen Gefährten Abdullah ibn Abbas, der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Freigibste unter den Menschen und war in Ramadan besonders freigebig, wie sonst nirgendwann. Wie schön wäre es, den wahren Zweck des Fastens zu realisieren, dann arbeiten wir daran, die moralischen Werte zu besetzen und die höchsten Werte zu erreichen. Der große Gefährte Abdullah ibn Jabir sagte auch, wenn du fastest, dann sollen auch dein Hören, dein Sehen
und deiner Zunge mit Fasten. Schade deinem Nachbarn nicht und hab innerliche Ruhe am Tage des Fastens. O unser Herr, bewahre die ganze Welt vor allem Bösen. Dankeschön. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.